Der Rauch van Kerer bringt nicht nur Glück, er beweist jetzt auch, dass er ein unglaublich fotogener Handwerker oder Handwerkerin ist. 12 Salzburger Fotografinnen und Fotografen haben einige großartige Fotos beim Kaminkehren geschossen. Herausgekommen ist dabei Österreichs erster Rauch van Kerer-Kalender. Pirelli kann einpacken. Rauch van Kerer aus dem ganzen Land Salzburg in geheimer Mission. Bei so vielen Glücksbringern im Haus braucht sich Allerbergers Landgasthof in Valz lange keine Sorgen mehr zu machen. Das Geheimnis um die vielen Kartons soll heute gelüftet werden. Zuvor wollen wir aber wissen, warum Rauch van Kerer eigentlich als Glücksbringer und als Schützer von Leib, Leben und Gesundheit gelten. Der Rauch van Kerer ist Glücksbringer schon seit dem Mittelalter. Früher war das Rauch van Kerer nicht so verbreitet, war nicht so organisiert. Da hat man schon Glück gehabt, dass man einen Rauch van Kerer findet oder kriegt zum Kern. Und das war das große Glück. Weil früher waren die Kamine alle aus Holz. Und natürlich, wenn der Rauch nicht gekehrt worden ist, gibt es die Selbstentzündung. Da liegt sie da ruhig, legt sie am Kamin innen drin an, verpecht nachher und durch die Hitze, durch die Temperatur kann er zum Brenner werden. Und wenn du es nicht ordentlich reinigst, dann hast du den Kamin brennt. Am heutigen Abend brennt es auch, nämlich unter den Nägeln. Hervor kommt druckfrisch aus der Salzburger Druckerei Kohlhardrack der erste 12-seitige Rauch van Kerer-Kalender Österreichs. 12 Salzburger Rauch van Kerer aus allen Gauen und 12 Salzburger Fotografen haben Zweierteams gebildet. Sie sind ausgerückt, um einzigartige Momente aus ihrem jeweiligen Berufsalltag festzuhalten. Beidseitig hat man durch die Zusammenarbeit viel dazugelernt, so Initiator des Projektes und Fotografen-Innungsmeister Franz Neumeier. Also ich traue mir jetzt fast dazu, meinen eigenen Kamin daheim zu kehren. Ja. Und wenn ich mir mein Foto anschaut, ich glaube, ich habe von der Landwirtschaft auch ein bisschen was dazugelernt, Schweine fangen und so weiter. Ja. Das Erlebnis dieses Fotoshootings gehört zu den Top 10 seiner Berufslaufbahn, sagt er. Mit dem Glück des Rauch van Kerers und dem Know-how des Fotografen wird es dann doch noch was mit dem Foto. Schwein gehabt. Wir sind beide irgendwie sehr bestrebt, noch eine Qualitätsarbeit zu liefern. Wenn es auch total unterschiedliche Bereiche sind, aber ich glaube, da sind wir einfach wirklich sehr dahinter, gute Arbeit zu machen und das eint uns. Ja. Was Rauch van Kerer und Fotografen noch eint, ist die Begeisterung für ihre Berufe. Vom Dach bis zum Bühneneingang bei den Festspielen kommst du überall hin. Und das ist natürlich alles Spannende an dem Beruf, ein bisschen, dass du mit vielen verschiedenen Berufsgruppen zusammenkommst und viel Einblicke kriegst. Die Leidenschaft für das Handwerk sieht man auch den Rauch van Kerern auf den Fotos an. Und das Herzblut wirkt bis in die nächste Generation. Nina Pletschacher ist die Tochter des Rauch van Kerer Innungsmeisters und mischt die Männerdomäne ein bisschen auf. Nachdem mein Papa selbstständiger Kaminkehrermeister ist, hat sich das jetzt einfach ergeben, dass ich mal mitgegangen bin und mir das angeschaut habe. Und der Beruf macht einfach wirklich einen Spaß. Es ist ein schönes Handwerk und somit ist die Entscheidung dann gefallen, dass ich das auch machen möchte. Seit viele auf neue Heizsysteme umgestiegen sind, ist der Beruf körperlich nicht mehr ganz so anstrengend wie früher. Dafür muss man sich technisch gut auskennen. Im September hat Nina ihre Meisterprüfung absolviert. Es war eine Herausforderung. Weil einfach sehr viele Gesetze und Normen sind, die man beherrschen muss und die man kennen muss. Also es war die Meisterprüfung wirklich nicht ohne. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe und bin auch stolz drauf, dass ich es geschafft habe. Dass es eine Meisterprüfung gibt, ist leider mittlerweile keine Parallele mehr zwischen Fotografen und Rauch van Kerer. Leider ist bei uns die Meisterprüfung weggefallen. Ich persönlich finde das schade, viele Kollegen finden das auch schade. Da beneide ich auch die Rauch van Kerer, die haben das nämlich immer noch. Ja. Und ich wünsche es denen, dass sie es nicht verlieren, weil ich glaube, Meister ist Meister. Der Kalender für 2022 ist jedenfalls meisterlich gelungen. Die Making-of-Bilder auf der Rückseite jedes Kalenderblattes erlauben einen Einblick hinter die Kulissen beider Handwerke. Jeder Rauch van Kerer Betrieb hat Kalender bestellen können und es sind 2000 Stück aufgelegt worden. 40 Rauch van Kerer Betriebe gibt es im ganzen Land Salzburg. Die Kalenderexemplare, die am Ende übrig bleiben, können im Innungsbüro in der WK Salzburg gegen eine freiwillige Spende abgeholt werden. Der Erlös wird der Caritas zur Verfügung gestellt.